Also einerseits bin ich als freischaffender Künstler auch darauf angewiesen, digital zu sein. Also das ist halt modern, sonst wird man, glaube ich, nicht mehr wahrgenommen. Und andererseits als Kommunikationsberater ist das die Grundlage auch meiner Arbeit. Persönlich hier auf jeden Fall in Gelsenkirchen-Ückendorf. Beruflich auch mit einem eigenen Gebäude, mit meinem eigenen Atelier und Büro. Hautnah und live, würde ich sagen. Gerade hier in Gelsenkirchen-Ückendorf ist natürlich sehr viel Thema. Und da bin ich ja schon durch die ganze Arbeit in der Stadtentwicklung auch hier als Künstler aktiv dabei. Ja, der wichtigste Punkt, dass ich hier zu Hause bin, hier ist meine Familie. Es ist sehr zentral und ich bin eigentlich schnell an jedem Ort. Die Rose Gelsenkirchen, würde ich sagen. Da bin ich schon sehr oft anzutreffen.